Willkommen zurück zum besten Spiel der Welt, Ark. Und die zwei geilsten Typen der Welt spielen es gemeinsam. Hi, Quenny. Hallo, Kili. Wir spielen wieder dein Lieblingsspiel. Mann, also ich konnte dich ja heute gar nicht bremsen. Du warst so nervös. Spielen wir es heute wieder, Kies? Spielen wir es heute nicht so? Ganz ruhig, Quenny, ganz ruhig. Klar spielen wir heute Ark. Wir haben wieder mal die 2000 Likes, die wir verlangt haben, erreicht. Ja, kann ich mich nicht erinnern. Das waren 5000, aber wir haben nur 2000 bekommen. Die Leute haben gesagt, hey, ihr werdet gierig. Ball flach halten. Ach so. Die Leute wollen uns halt so ein bisschen, weißt du, die sagen, macht mehr und vielleicht, wenn ich gut aufgelegt bin, schenke ich euch die Sekunde meiner Zeit. Also wirklich, mit der Maustaste einmal klicken, wirklich? Ja, vielleicht machen sie das. So, guck mal hier, ich habe hier schon so ein Sleeping Bag, du hast beinahe auch einen zusammen, aber du bist auch nackt, ne? Das muss man auch noch sagen. Und du bist irgendwie eben gerade verschwunden. Ach, hier drüben bist du, was okay. Ich bin da drüben im schattigen Plätzchen. Was ist denn? Uiuiuiui. Dreh dich mal. Ui. Oh, ich werde richtig wild, sage ich dir. Das gefällt dir, ja. Ohne Scheiß, du bist so ein heißer jetzt Feger. Jetzt geh mal hier, jetzt. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Wenn du was von dem Hintern haben willst, besorg mir Hype. Alles klar, ist wie im echten Leben, besorg mir Schuhe. Hier. Kauf einen, Mann. Hier, drei Stück. Ich dachte, du hast hingepupst. Ich hab hingepupst. Wie viel fehlt denn noch? Was brauche ich denn für ein Sleeping Bag? Ich hab 19, 6 Stück noch. Alles klar, ich kann nur sagen, geht volle Kanne auf Melee Damage, denn das lohnt sich. So, eine Steinschleuder, brauchen wir die? Ja, ne? Steinschleuder? Schleuder. Ja, dein Hintern und die Hitze. Ja, ja, da schleuter ich mir ein. Das wollen wir nicht. Mach's lieber im Schattigen, sonst kriegst du einen Hitzschlag. Ja, ist total gefährlich. Einfach masturbieren in der Wildnis. Ui, lockt Raptoren an. Ja, wir wollen jetzt töten. Ja gut, dann würde ich sagen, nimm dir ein bisschen Fleisch mit. Das gute Gebratene, hier drüben. Ja, Moment, Moment. Nimm dir ein bisschen was mit. War schon unterwegs. Du bist immer zu wild. Gestüm, das magst du doch. Ja, das mag ich so an dir. Achso, ich hab's ausgemacht, sorry. Du musst es halten. Lass es wenn wir weggehen, sollten wir es besser ausmachen. Ist vielleicht ganz gut. Also nimm dir was, mach's aus und dann... Let's go. Ich hab... Dankeschön. Gehen wir jagen. Bam, wo gehen wir hin? Warte, hier vorne sind doch gleich ein paar, oder? Was sind das für Viecher? Ich glaube, wenn wir hier den Berg hochgehen, hinter dem Hügel, da sind Dodos. Ja, aber hier ist doch... Oh, was ist denn das für einer? Bist Level du wahnsinnig? 17. Bist du wahnsinnig, den anzugreifen? Schau dir mal seine Hörner an. Geht nicht nur um die Größe des Horns. Natürlich geht's darum. Schon immer. Schon seit Anbeginn des Lebens. Egal ob warum? Tier oder Mensch, das Horn. Ja, je mächtiger das Horn. Bis jetzt damit zurecht mit dem, was. Ja, ich hab ja wohl. Schau dir mal meine Figur an. Und jetzt denk dir mal das Horn dazu. Ja, du weißt aber, was diese Injektionen machen bei Bodybuilder. Nein, ich bin natural. Da wachsen vielleicht die Muskeln, aber. Guck mal, hier drüben. Dinge. Hier drüben ist so ein Schwein. Level 9. Was meinst du? Das gibt bestimmt richtig viel. Ich meine, das Ding besteht aus Fell. Wenn du bereit bist, bin ich bereit. Warte, ja, ich nähere mich von hinten. Ich wackel's von vorne. Und los! Geil, dein Hintern habe ich gestochen. Ich gebe ihm von vorne mit der Fackel. Achtung, er rennt! Es leckt wie sauber. Er rennt und blutet. 5 Frames Kampf. Jetzt! Du musst es überholen. Nein, wir müssen es erst beruhigen. Es muss Vertrauen sammeln. Wie, wenn du mit der Fackel auf... Ding einschlägt. Okay, ich nehme die Spitzhacke. Ich denke nicht, dass es beruhigend ist. Es muss stehen bleiben, es ist zu schnell. Jetzt. Wow! Ich hab's! Und jetzt hau zu! Wow, Vorsicht, meine Güte! Was ist denn? Ich hab dich eben gerade direkt vor mir gehabt. Ich bekomme richtig viel Halt. Ja. Hast du genug? Ja, hab 6. Jetzt könnte ich mir einen machen, ja. Okay, dann mach einen und wir gehen zurück zur Basis, denn ich bin total durstig. Ja, lass es gleich zurück. Oh ja, ich hab gar nichts mehr. Deswegen, lass mal schnell zurücksprinten. War ein anstrengender Kampf. Ja, richtig anstrengend. Ich kann nicht sprinten, weißt du? Dann krieg ich vielleicht einen. Brauche ich noch mehr. Nein, du bist ja schon am Ende. Ey. Positiv denken! Wo bist denn du hin? Wir verlieren uns. Ich hab gesagt, immer schön an der Hand halten. Ich sehe dich. Nur keine Panik. Ja, weil du die bessere Grafik hast. So, jetzt mach deinen direkt neben meinen.
Ich finde, ich wir will sollten. Nicht direkt neben natürlich, dir natürlich. Nein, ich aber wenn, wenn mir kalt ist, will ich rüberrutschen können. Ich hab keine. No. Das ist ziemlich große Brüste, da will ich mich anreiben. Ah, wo ist denn jetzt hier? Craftable, Pipapo. Guck, ich massiere dich gerade hier so ein bisschen. Geh weg von mir. Komm mal her, du. Warum hab ich. Aber ich lieb mich Stift auf? Ja, du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Lippenstift-Craft. Oh, ich stehe hier rum und verdurste. Ist mir gerade aufgefallen. Ich sollte mal ins Wasser gehen. Wir sollten uns Kleidung machen, oder? Ah, oh, das tut gut. Ah, ich habe ein Shirt. Das tut gut. Dann bin ich vor deinen gierigen Blicken etwas geschützt, aber mein Hintern ist noch hier. Shit, ich brauche unbedingt eine Hose. Ja, da musst du Sachen sammeln. Fieber! Gegen mein Fieber musst du Fieber sammeln. Du musst sommern, mein Sohn. Achso, ich hab schon einen Hut. Brauchst du einen Hut? Du kannst den hinlegen, ja, ich nehme ihn. Brauchst du eine Schleuder? Kann ich den jetzt droppen? Ich könnte dir eine Schleuder machen. Keine Ahnung, wie ich es droppe. Drop, hier, drop item, wie wär's damit? Alles klar, was gebe ich denn jetzt hier? Bist du eine Schleuder jetzt oder nicht? Moment, ich bin hier gerade am lernen. Level up, so. Was habe ich hier noch an Punkte? 12. Ja, wir sollten irgendwie sowas wie eine Mauer bauen. Also ein Schutzwall wäre eine geile Idee. So, wie kann ich das jetzt hier? Okay, hier. Wenn ich hier den Sattel baue, guck mal, ich kann mir hier einen Sattel bauen. Was sind denn diese Fiomia? So. Was ist denn ein Fiomia? Ja, kennst du das nicht? Oh, du hast ihn direkt neben meinen gemacht. Du hast mich eben doch lieb. Wenn, dann will ich, dass wir gemeinsam im Schlaf stehen. Ja, siehst du? Siehst du? In der Not, da willst du mich dann doch. Was hab ich denn hier? So, warte mal. Unser Fleisch vergammelt hier so ein bisschen. Achso, ich habe eine Top-Foundation. Das bringt uns natürlich nichts ohne andere Foundation. Kann man das irgendwie drehen noch oder so? Im Grunde brauche ich nur noch Schuhe. Dann geht's mir eigentlich ganz gut. Ich bin am Verdursten. Moment. Ich muss kurz schwimmen. Also mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Was könnte ich mir jetzt hier zähmen? Bin kurz unter Wasser. Ich brauche jetzt irgendwie so ein Fio-Dingster. Fio-Dingster? Craftable. Also ich habe auf jeden Fall ein Dach für uns. Warte mal, was bist denn du? Das ist ein Parasaurus. Ah, was ist denn so ein Fio-Dingster? War dieses Rüsseltier, das wir eben gerade getötet haben, nicht ein Fio-Dingster? Kann das sein? Oder wie hieß der? So, habe ich aufgepasst? In ja klar, du bist doch der Experte. Steinzeitschule habe ich nicht. Ich habe dir gesagt, wenn wir weggehen, dann macht das Feuer aus. Meine Güte. Du kannst wirklich gar nichts. So unfähig, der Typ. Du kannst ja auch eine andere Frau suchen hier. Es gibt keine andere. Elfen. Frauen Eben. Sind total selten aus irgendeinem Grund. Keiner will eine Frau spielen. Ich gehe jetzt raus und suche mir hier so ein Fio-Dingster. Aber nur weil es kein MMO ist, wird jeder eine Frau spielen. Oh, da drüben ist so ein Fio-Dingster, glaube ich. Ich gehe da mal hin. Du hältst so lange durch, oder? Ich bin hier am Sammeln. Ja, dann sammel du mal deins, ich mach meins und wir sehen uns in der Mitte. Was will ich denn überhaupt? Fieber! Ohne so, Hose. Ich gehe jetzt voll auf die Jagd, denn ich bin bewaffnet mit einer Schleuder. Gierigen Blicken hier da. Anderen Steinzeitmenschen. Ich komm zurück, geschützt. Baby, mit einem großen, dicken Tier. Bist du ein Fio-Dingster? Ja, das hier. Wirklich, dieser Rüssel. Level 2. Okay, den hier muss ich zähmen. Eine Doorframe. Ich glaube, mit der Schleuder kann man ihn betäuben. Aber die Dinger fliehen halt. Ja, na klar, wenn du sie töten willst. Ja, ich will ihn ja nicht töten. Ich will ihn in den Schlaf sanft streicheln. Mm. Das ist ein Unterschied. Mm. Oh, wo ist der denn hin? Der ist ja ewig weit weggerannt. Ey, der hat voll Angst vor mir. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich bin eigentlich ein netter Kerl. Was habe ich denn hier jetzt? Ja, das bringt ja auch überhaupt nichts. Was soll denn der Mist? Boah, wenn ich den hier reiten kann, dann bin ich voll im Rennen. Aber der rennt und rennt und rennt. Der hat Schiss, sag ich dir. Das gibt's gar nicht.
Jetzt ist er einen Abhang runtergesprungen. Hat eher den Selbstmord vorgezogen, als von mir geritten zu werden. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Weißt du, von mir geritten zu werden, ist doch eigentlich eine Ehre. Ich sag dazu jetzt mal nix. Ich finde es irgendwie sowas wie eine Auszeichnung. Ich bin jetzt unten am Wasser. Ich hab einen Floor gebaut in meinem schattigen Reich, ja. Perfect, perfect. Du bist die Frau, du fegst... Weißt du was, da lege ich meinen Schlafsack drauf. Du fegst die Bude und machst alles schön und ich als Mann jage uns einen kleinen Smart. Pickup, okay, perfect. Aber du baust auch irgendwas außenrum als Schutz, ne? Doch, ich muss erstmal hier zurecht finden. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Das Vieh ist weg. Das ist absolut weg. Es hat sich wirklich umgebracht. Ah ne, hier drüben ist er. Ich habe ihn gefunden. Ich glaube, das ist er. Oh ne, das passt hier nicht drauf. Bist du mein Freund? Verflucht! Ha! Ja, endlich muss ich nicht mehr auf dem Boden schlafen. Viel besser. Ey, ich baue Steine. Steine! Gib mir Steine! Kann man denn hier jetzt, aber Doorframe? Es gibt es nicht. Der drängt sich lieber als... Ja, du... Ach Gott, bist ich du geh jetzt mit dem Steine Essen sammeln. Nach Hause kommst, ist ja ich geh jetzt Steine sammeln. Ja, weißt du was? Das Vieh flüchtet ins Wasser. Du, die Familie ist hungrig. Welche Familie? Wir sind nur zu zweit. Ja, aber es könnte ja... Weißt du nicht, wie das funktioniert? Schlafsack neben Schlafsack und schon entsteht ein neuer? Dann kommt ein kleiner Babyschlafsack raus. Ein kleiner Babyschlafsack, ja. So, Daddy hat einen Stein zerlegt. Und meine primitive Hatch ist kaputt. Reparieren, geht das? Reparieren? Man muss aber nochmal draufklicken auf den Slot. Wie, nochmal auf den Slot? Na, wo du es ausgerüstet hast. Ja, und dann? Wenn du genug Teile hast, macht er eine neue. Aber es gibt, ja gut, reparieren wir vielleicht. Ach, ich mach eine neue. Aber wenn sie komplett kaputt ist. Die ist komplett kaputt. Eine neue. Ich mach eine neue. Ey, trampelt nicht auf meinem Schlafsack rum. Die alte werf ich weg. Sonst gibt's Tote. Also nicht, oh, Level 2. Ich brauche nämlich hier so eine, weil dadurch bekommt man mehr Stein. Holy shit, die haben direkt neben meinem Ding hingeschissen. Was für ein Riesenhaufen. Du hast Probleme? Ja, was soll denn das? Weißt du, wie es hier stinkt? Weißt du was? Ich nehme jetzt so einen Raptor. Ich ditcher den so ein bisschen an. Dann haue ich ihm ins Gesicht, dann müsste er eigentlich K.O. gehen. Ja, 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 ja. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Yes. Und jetzt ist Fleisch. Okay, ich habe eine Storage-Box hier. Wenn ich ihn zwinge, ein bisschen Beeren zu essen, dann ist er geiler darauf, Fleisch zu essen. So. Und, aha, wie sieht's aus? Eine Storage Box. Aus irgendeinem Grund. Interesting. Ups, ich habe Drop-Item gemacht. Beer. Ja, wie soll man denn hier schlafen, wenn sich alles bewegt? Okay, was will der essen? Der isst doch eigentlich Fleisch. So, jetzt, ich zwinge ihn dazu, das zu essen, dann ist er wieder unter Drogen gesetzt. Und jetzt ist Fleisch, kleiner Dilo. Ich glaube, er ist sauer, dass ich mich nicht gepikst habe mit dem Au! Jetzt, es geht los, ich zähme einen kleinen Dino. Oh shit, ach so, der hat seinen Freund mitgebracht. Oh, der hat seinen Level 17 Freund mitgebracht. Das war keine gute Idee. Wieso? Moment, Spieler? Nee, 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 nee. Mach keinen Scheiß, Alter. Mach keinen Scheiß. Ah, ich hab den Level 2 Typen getötet. Vor dem anderen. Eieieiei. Machst du mir hier Angst? So, wie geht's denn? Oh, shit! Rein? Oh, meine Energie! Meine Energie! Oh, der ist sauer! Der ist sauer! Hilfe! Ja, ich kann dir nicht helfen. Ich bin völlig woanders. Du hast gesagt, du bist eine große, starke, emanzipierte Frau. Das ist jetzt dein Ding. Nee, das ist nicht gut gerade. Das ist nicht gut, was hier passiert. Dann renn! Flüchte! Flüchte, Quenny! Flüchte! Oh, da hinten ist, glaube ich, ein Lagerfeuer, oder?
Könnte auch die Sonne sein. Schwer zu sagen. Okay, okay. Er hat sich aufgelöst. Vielleicht vergisst er jetzt, dass er jemals einen Freund hatte. Oh nein, er vergisst nicht. Er hat es gemerkt. Das ist alles nicht gut. Ich muss Bären finden. Zum Zeigen, wer hier der Boss ist. Ich habe ihn beinahe gezähmt. Die Bossin. Vielleicht sind... Ne, okay, er beruhigt sich nicht mehr. Der Level 17er beruhigt sich, das ist schlecht. Das ist dann schlecht. Renn doch weg. Meine Güte, warum hast du immer so ein Drama aus allem? Ja, weil hier mein Schlafsack ist. Und er pupst neben meinem Schlafsack. Das ach, das ist nicht. Das Problem. Ja, du, so wie du auch, du pupst ja auch immer. Ja, aber du lebst mit mir zusammen. Ja, und? Deswegen muss ich das nicht akzeptieren. Seit 20 Jahren. Deswegen, ja. Du hättest gehen können. Aber du stehst drauf. Das ist du stehst wahr. Auf meinen starken männlichen Geruch. Gib's doch einfach zu. Muss ich nicht schämen, ist in Ordnung. Alle also, Frauen stehen drauf. Mitleid mit dir. Mitleid, als würde ich dich brauchen. Ich zähm mir gerade einen Dino. Mitleid. Wow. Holy shit, das war ein Sprung, mein Freund. Wo ist mein Dino? Okay, wir haben ein kleines Problem hier. Und zwar muss ich den Level 17er loswerden. Und ich muss unbedingt mehr Fleisch finden. Oh, ich habe ihn halb gezähmt. Ich will jetzt heute in der Folge mal einen Dino haben. Also, wo kann ich irgendwas töten? Werden wir Freunde? Wir können die Sache vergessen, mein Freund. Wo kann ich hier irgendwas töten? Mal sehen, ob er vergessen hat. Hast du vergessen? Was für ein Level? Schildkröte Level 5. Ist vielleicht zu tough. Es musste sein, mein Freund, es musste sein. Okay, er hat's vergessen. Perfect. Es tut mir leid. Oh, hier ist wieder so einer, die halten aber so viel auf. Oh, der ist Level 1, komm. So, jetzt habe ich hier nichts mehr zu machen. Das heißt, ich muss weiter sammeln, um hier überhaupt irgendetwas. Was bist komm schon, stirb. Ernsthaft? Wie viel halten die denn aus? Einfach über mein Ding drüber gehen. Oh, er rennt ins Wasser. Du bist so ein Drecksvieh. Ich wette, jetzt kommt meiner wieder zu Bewusstsein und denkt sich, danke fürs Fleisch, danke für die... Kacke. Jesus Christ. Ich bin blind. Gegen den Baum. Oh Gott. Da weint er wieder. Ich glaube, ich sterbe. Ich sehe nichts. Es ist dunkel und ich bin blind. Er ist in den Baum gelaufen. Yay. Töten. Wow. Ich habe beinahe selber gestorben. Jetzt habe ich meinen Dino total verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo der lag. Sag bloß, der ist weg. Der lag doch hier. Dino. Was ich brauche, in meinem Bett. Ah, ne, der ist hier drüben. Eine Fackel, die am Boden steht. Ich brauche viel mehr XP, um noch irgendwas craften zu können. Okay, dann muss ich sammeln. Oh, der ist fast gezähmt. Hast du wieder den kleinen Dodo gefunden? Dodo? Du zähmst hier. Tut er wieder so. Das ist ein Riesendinosaurier. Das ist ein Riesending, sag ich dir. Riesiges. Shit, aber ich habe kein Fleisch mehr. Oh, jetzt geht alles wieder zurück. Ich muss schnell Fleisch irgendwo herholen. Warte, ich brauche erstmal irgendwas zum Betäuben. Eine Narkobeere. Oh, ich muss Fleisch holen. Warum rennt hier kein Dodo rum? Jetzt, wo man mal so ein Dodo braucht. Weißt du, die ganze Zeit fliegen diese Viecher zwischen meinen Beinen rum. Und jetzt? Das sind die Läuse, meinst du? Einmal so ein Vieh braucht, weißt du? Einmal. Die Flöhe. Warte. Hier, ein kleiner weiblicher Dildo. Perfekt. Nein, ich brauche Fleisch. Oh, zwei Fleisch. Das könnte vielleicht gerade so reichen. These boots are made for walking. Okay, Boots. Ich brauche noch. Oh, hier kommt der nächste. Weißt du, wie das mit dem Water Skin jetzt eigentlich funktioniert? Was für ein Water Skin? Ich habe gerade andere Probleme. Ja, du hast...
Ja, da weint er wieder. Krepier! Ich brauche Fleisch! Oh, nochmal 3 Fleisch. Komm schon, ist es! Oh, ich hab ihn doch fast. Okay, warte, da gehe ich jetzt mal hier rein. Ey, ist das ein Stress, so ein Dino zu zähmen? Das ist so ein Stress, sag ich dir. Ja, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Dauernd fehlt dir irgendwas. Kaum hast du das eine, fehlt dir das andere. Ich bin hier am Bären pflücken. Narkosebären, Narkosebären. Ich brauche unbedingt mehr Narkosebären. Noch eine. Ich brauche mehr Drogen für den Dino. Hauen. Nein, leider nicht. Einfach auf den Kopf hauen und... Das ist wie beim Doktor. Okay, ich habe noch ein bisschen was gefunden. Ich brauche ein fettes Vieh, wo ich mal so richtig schön Fleisch rausziehen kann. Und dann habe ich ihn. Dann gehört er mir, der Kleine. Oh, er hat nur noch ein Fleisch. Immer nur haben wollen. So, er steht wieder unter Drogen. Leben und leben lassen, das ist nicht deine Devise, ne? Nee. Fische, 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 Fische sind eine gute Idee. Wenn ich Fische totschlage, bekomme ich Fleisch. Dinos mögen Fleisch. Nicht jeder. Ergo. Hier ist kein einziger Fisch jetzt, oder? Ich sehe nichts. Die Suppe ist zu dunkel. Na komm, schnapp das Ding. Okay, danke schön. Brauch ich ein Höschen. Ich sehe keinen einzigen Fisch. Habe ich kein Höschen überhaupt? Doch. Oh, das braucht so viel. Mache ich mir halt noch Handschuhe. Ich brauche ganz dringend Fleisch. Dann musst du zurück. Hier ist nichts drin. Hier sind Kisten von einem anderen Lager. Noch mehr. Aber alles leer. Noch mehr Vieh. Oh Gott. Gibt es eine Möglichkeit, das schneller zu sammeln? Der Dino ist weg. Den kriege ich nicht. Wie weg? Ist er wieder aufgestanden? Nee, aber ich habe kein Fleisch. Ja, du musst schon mit Vorbereitungen sowas machen. Ja, es war eine spontane Sache, verstehst du? Ja. Das siehst du, das kommt wieder raus von deinen spontanen Aktionen. Es war ein spontanes Gefühl. Ich als Frau sag ja immer, alles muss geplant sein. Man muss überlegen. Deswegen hast du auch keine Freunde. Ja und, aber dafür habe ich ein sicheres Leben. In der nächsten Folge werde ich so einen Dino besitzen. Sage ich euch. In der nächsten Folge, falls es eine geben sollte, falls ich die Diva nochmal zu einer Folge überreden kann. Die Diva. Ich habe hier einen Schlafsack auf diesem Fundament hier. Ich hab's romantisch. Ja, du hast es gut, während ich hier um Leben und Tod kämpfe. Und will dir einen Dino züchten. Du willst doch gar nicht mir einen Dino züchten, sagen wir uns doch mal ehrlich. Du natürlich, ich natürlich, tot. Ich komme mit einem Dino nach Hause. Ja und, aber davon hab ich nix. Damit ich mit dir kuscheln kann. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du hast gesagt, ich bekomme deinen Popo für einen Dino. Vor der Aufnahme. Das ist absolut ungelogen. Ja, absolut ungelogen. Ich wollte nur das Wort Lüge reinbringen. Ja, der Kleine ist jetzt bestimmt weg. Ich hab nichts mehr, Kleiner. Wo bist du hin? Auf und davon. Ich glaube, da hinten läuft er rum. Oh, der ist... Nee, er liegt immer noch hier. Er liegt immer noch hier. Aber er ist bestimmt schon wieder fast ungezähmt. Ja. Ah, ich hau ihn tot. Ich erlöse ihn vom Elend. Wow, das lässt ihn leiden. Das ist... Ich brauch das Fleisch. Und dein Hals. Du hast mich viel Kraft und Nerven gekostet. Viel Kraft und Nerven. Glaub mir. Bist schlimmer als meine Frau. Deswegen hast du keine Freunde. Ich komm jetzt nach Hause, Baby. Na, bitte nicht. Ich bin enttäuscht. Hoffentlich verläufst du dich nicht. Ich bin nass, ich stinke, ich bin enttäuscht und hab Hunger. Was gibt's zu essen? Ich dachte, du wolltest nur mal kurz Zigaretten holen. Ich hab mich schon gefreut. Ich hab leider nichts Besseres da draußen in der Wildnis gefunden. Ja. Also, ich komme jetzt schnell nach Hause, Jan, dann legen wir uns zusammen in den Schlafsack. Nee. Ich habe meinen eigenen Platz. Hast du jetzt wirklich ernsthaft? Ja, natürlich. Du schnarchst so laut. Wir brauchen getrenntes Schlafzimmer. Aber ich dachte, du und ich, als wir uns
den hölzernen Ring ja, an den Finger Anfang, gesteckt haben. Ja, am Anfang warst du so nett und so weiter, aber das war immer die Anwerbephase. Wenn du dann richtig so bist, wie du bist. Schaut ihn euch an, zwischen Bäumen. Was bist du denn bitteschön für eine Prinzessin, weißt du? Das ist so romantisch hier. Wo ist eigentlich meiner? Hast ihn abgerissen? Dein Schlafsack passt nicht auf mein Fundament hier daneben. Ich komm jetzt da auch hin. Nee, das passt nicht. Das passt da nicht doch, drauf. Das passt. Nein. Sorry, hier ist ab. Du brauchst dein eigenes. Nein. Fundament. So weit sind wir noch nicht. Ich nehme den jetzt mit. Es passt hier definitiv. Es tut mir leid. Ich nehme den jetzt mit. Ich will. Nein. Doch. Jetzt lass mich doch. Nein. Ich will meine Privatsphäre haben. Respektier das doch. Nein. Passt nicht drauf. Er passt nicht drauf. Ich krieg den da irgendwie drauf. Nein. Never ever. Du kannst übereinander. Ja. Abendmahl. Nein. Ja. Nein. Und damit beenden wir die Folge. Wie immer, danke fürs Zusehen. Vergesst die 5000 Likes nicht. Vergesst das wirklich nicht. Dann geht das Ganze ja weiter mit einem selbstgezähmten Dinosaurier. Streichelt ein bisschen Quenny, sein Ego ist sehr empfindlich und wir legen uns jetzt schlafen auf unserem gemeinsamen Ehebett, nicht wahr, Liebling? Wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!